Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Teil vom Projekt Foodsharing. Ihr wisst ja, eine Herzensangelegenheit von mir und in dieser Folge geht es ein bisschen darum, was steht nun an, was ist passiert, habe ich das vielleicht schon getestet und bei diesen richtig frischen 35 Grad gehe ich mal vorne hin und werde euch zeigen, was sich da so getan hat. Also bleibt dran und kommt mit! Übrigens, zu diesem ganzen Thema habe ich schon ein paar Videos gedreht, bevor ich jetzt hier direkt loslege. Einmal eine kleine Rückblende zu dem, was schon passiert ist. Willkommen bei der Rückblende. Ich habe das Ganze ein bisschen beladen und provisorisch so festgemacht, damit die Lebensmittel nicht gleich hin sind bei so einem echt knalligen Wetter. Ich meine, wir haben 30 Grad. Nichtsdestotrotz wollte ich es probieren und mal gucken, wie sich das entwickelt. Ganz toll. 1, 2, 3 Parzellen weiter. Der Herbert hat das Ganze auch unterstützt mit 3 Zucchinis und einer Schmorgurke, genau. Der Rest ist von mir und ich bin mal gespannt, ob der eine oder andere sich schon traut, da was wegzunehmen. Mir ist absolut bewusst, dass die Geschichte einen gewissen Anlauf braucht, Zeit braucht. Die Leute sollen das erstmal wissen. Ich werde auch gleich in unserer Koloniegruppe bei WhatsApp das einmal weitertragen, dass sie Bescheid wissen, dass sie sich da was wegnehmen können, aber genauso andersrum nicht gleich alles vollladen sollen. Ja. Ich möchte natürlich vermeiden, dass der Kram bei mir dann weggammelt. Bewirkt das Gleiche, was ich eigentlich verhindern möchte. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. So sieht das Provisorium jetzt von hinten aus. Was ich euch zeigen kann, ist jetzt erstmal die äußere Schale. Die Details kommen dann gleich nochmal. Ich habe natürlich noch mehr gemacht. Aber das, was ihr jetzt zu sehen bekommt, ist erstmal das, was ich gerade angekündigt habe. Wenn man vom Weg kommt, sieht man es natürlich. Es sieht nicht pottenhässlich aus. Aber jetzt geht es erstmal darum, die Sachen vor dem Wetter zu schützen. Hier vorne habe ich ein Schild angebracht, Foodsharing. Die Leute, die Instagram kennen, wissen, wo sie dann suchen sollen, wenn sie es noch nicht kennen. Und ein Schildchen noch von der Seite zu erkennen, bedienen sie sich. Gleiches von der anderen Seite. Auch von dieser Seite habe ich ein Foodsharing eingerichtet und ein bedienen sie sich. Wer dann näher hingeht, findet dann noch das Schild. So, und jetzt zu den Lebensmitteln. Ich habe das, wie gesagt, ein bisschen schattig gehalten hier alles. Wir haben Schmorgurken da, wir haben Bohnen da, wir haben Tomaten da, ohne Ende sogar. Was heißt ohne Ende? Schon einige. Zip. Da ist ein bisschen was versteckt. Da oben habe ich ein paar optisch hingehauen. Ja, Zucchinis und die Bohnen und eine Zwiebel. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Optisch natürlich nicht das, was ich will. Aber es ging jetzt erstmal darum, das Ganze zu schützen. Und das ist einen Sinn und Zweck erfüllt. Bin mal gespannt, ob irgendwas weggenommen wird heute. Die Leute dürfen sich ja bedienen. Mal gespannt, wer sich traut. Für ein Provisorium doch nicht schlecht, das kann man noch nehmen. Hab unserer Gartengruppe Bescheid gesagt, ich hoffe, die halten sich alle dran. Gerade meinen Gaul abgestellt von meinem Garten und sieh da, es ist gerade mal 2 Stunden her. Die Auslage ist definitiv ausgedünnt. Tomaten sind alle weg. Bohnen hat bestimmt auch wer zugegriffen. 2 Zucchinis sind weg. Ich bin hammerbegeistert. Ein guter Start. Das war dann die Rückblende. Ich gebe zurück zu Lars. So sieht es gerade von hinten aus. Wie ihr schon im Video erkennen konntet, habe ich das Ganze ja ein bisschen fertig gemacht und hat einen provisorischen Windschutz. Der liegt jetzt hier unten quasi. Das andere, was da mit den Klemmen fest ist, gehört auch noch dazu. Da werde ich mich gleich drum kümmern. Was ich euch zeigen kann, bevor ich nochmal auf das andere eingehe, ist meine Verstärkung der Konstruktion. Dafür gehen wir mal näher ran. Da kann man das ganz wunderbar sehen. Jeweils 4 Schrauben reingehauen, Kreuzschlitz, ein bisschen was, was man normal nicht so nimmt, dann noch verwertet. An dieser Stelle genau das gleiche. 4 Schrauben unten, 4 Schrauben oben. Und wenn ihr seht, das ist zueinander entgegengesetzt. Das hier ist hier vorne unten, hinten hoch und das ist hinten unten und vorne hoch. Zum Thema Foodsharing, das läuft ja schon ein paar Tage, wie ihr sehen könnt. Ja, also meine Sachen bin ich alle losgeworden. Dann nachher nochmal ein paar Bohnen hinpacken und das war's dann auch. In den nächsten Tagen wird es dann noch Regen geben und dann räume ich die Schilder ein. Sonst ist das gleich alles durchgeweicht und ich kann von vorne anfangen. Ist ja auch alles ein Improvisorium. Ich habe hier noch viel mehr vor. Ihr habt jetzt 3 Folgen schon gesehen. Dies ist die 4. Ich denke hier noch an Sonnenschutz. Ich denke noch an Schilder, so Art Tafel. Das soll natürlich alles Sinn machen und deswegen das so Step by Step umgesetzt. Ich finde, das macht doch voll Spaß. Ja, und ich werde jetzt hier erstmal ab und aufräumen.
So, wie ihr sehen könnt, ich habe vorne ein Schild hin. Die anderen einfach nochmal stabilisiert. Auch die Zeitung, alles ist fest. Erde entsorgt. Und jetzt haben wir links ein bisschen mehr Schatten. Habe ich durch die eine Kiste, die ich dazu gepackt habe, erreicht. Und ja, jetzt werde ich mal ein bisschen befüllen. So viel ist das nicht. Ich habe eigentlich nur Bohnen über. Alles andere habe ich schon hergegeben, habe ich gesehen. Und die Bohnen werde ich jetzt ernten und dann kommen die dahin. Das ist die Ausbaude. Also wir haben ja heute 35 Grad, da werde ich nicht werkeln, auch wenn ich da Bock drauf habe. Aber ich werde mal schon mal ein bisschen ausmessen und mir einen Plan machen. Alles andere kommt dann wohl in der nächsten Folge. Das alles muss sacken, muss ein bisschen ausgereifter sein, weil das Dach soll auch halten und nicht wegwehen. Aber ihr wisst ja, so Pi mal Daumen geht das dann auch nur voran und der Rest wird dann beim Bauen entwickelt. Aber eine grobe Vorstellung hätte ich gerne. Ja, dazu mache ich mir jetzt mal Gedanken. Ja, sehr gut. Momo hat sich gerade wieder Bohnen geholt. Er mag die total gerne. Er mag die. Übrigens, wer die Sorte nicht kennt, ist eine Helios. Und ich habe sie selber auch probiert. Super lecker. Super, super lecker. So, ihr kennt mein Büchlein und da kommen jetzt meine Ideen rein. Ach, das Maßband habe ich vergessen. Sehen, auf die Höhe hier kommt es an. Das ist ganz wichtig. So, und bei diesem wunderschönen kühlen Wetter ist das auch so eine Sache. Hui. Also ich merke auch langsam, ich habe schon mega viel getrunken und nichtsdestotrotz fehlt mir mega Energie. Deswegen werde ich definitiv nicht bauen. Wenn ich mittlerweile Bock gekriegt habe beim Malen, so weil mir die ersten Ideen gekommen sind. Ich habe auch noch nicht alles aufgemalt. Ich dachte ja auch an einen Schirm. Mal gucken, was es letztendlich wird, aber wir können ja schon mal zusammen gucken, was ich an Holz habe und ob sich da überhaupt schon was für eignet. Ich bin jetzt schon mal im Holz angelangt und ich sehe sogar schon Holz, was ich verwenden kann. Das ist auch so wie rechts von mir. Da ist ja jede Menge bei, nutzbar für so ein kleines Dach, reicht das ja dicke. Soll nur so stabil sein, dass es auch nicht wegweht, weil wir haben natürlich öfter mal hier ein starkes Lüftchen. Und vielleicht baue ich das sogar so, dass ich das auseinanderbauen kann, dass ich das alleine von A nach B kriege, wie bisher auch. Ja, und zwar hier direkt, könnt ihr sehen, hier Nut und Feder, super Sache. Ich glaube, als ja, für das Dach oben drauf doch eine schöne Sache. Ich habe bisher rechtwinklig gemalt, das kann sich alles noch ändern. Ich will schon eine schöne Dachform hinkriegen, etwas nicht ganz so langweiliges. Ansonsten habe ich hier noch jede Menge anderes Holz, aber nicht so einheitlich. Aber so an Balken und Querverstrebungsgeschichtchen ist genug da, was ich verwenden kann. Ja, da findet sich was. Die Konstruktion darf ja auch nicht zu schwer sein. Ja, und mit dem Rest lasse ich euch alleine. Ihr habt die nächsten Gedanken von mir mitgeteilt gekriegt. Einen kleinen Einblick, was so passiert ist. Ein bisschen skizziert. Und wie ihr sehen könnt, der Momo, der freut sich mega an dem Stand. Es sei ihm gegönnt. So soll es sein. Da freue ich mich sehr. Und auch die Resonanz ansonsten im Schrebergartenverein war auch richtig top. Also da habe ich ganz viel Zuspruch geerntet. Also es kam gut an. Mal ist irgendwie eine Zeitung umhergeweht, hat sich irgendwer gestört gefühlt, aber
So bleibt nicht aus. Hat halt gedacht, ich verteile meinen Müll. Ist aber nicht der Fall. War keine Absicht. Wenn es windig ist, kann doch sowas passieren. So, ihr Lieben, das war es auch schon mit dieser Folge. Sie ist voll. Ich denke, das reicht. Ihr könnt sehen, Foodsharing, das Projekt ist für mich bisher ein voller Erfolg. Schön, dass das alles so ankommt. Generell war es auch so, dass mir Leute was schon zu den Videos geschrieben haben, auch über Instagram, dass sie da was gestartet haben oder auch schon gedanklich angestoßen haben, dabei zu gehen. Mir geht es auch darum, dass ich euch da draußen erreiche, den Gedanken erstens zu teilen, anstatt wegzuwerfen. Wir sind so reich auf dieser Erde und wie viel Essen landet im Müll? Oh, das war ein Marienkäfer! Ja, kriegt man erstmal einen Schiss. Der hat sich auf eine Brennnessel gerettet. Ihm geht's gut. Ich bin auch mal ganz vorsichtig am Reingreifen, weil ich mir schon denken kann, dass es ein Tier war. Zurück zum Thema. Also mir geht's ums Essen teilen. Mir geht's darum, dass es halt nicht weggeworfen wird, dass man Bedürftigen hilft. Genug Essen für alle da und es ist für mich eigentlich traurig mit anzusehen, dass es immer noch Menschen gibt, die hungern müssen, vor allem auch in unserem Lande oder auch in den Nachbarländern, völlig egal. Egal, wo auf dieser Welt gehungert werden müsste, wir haben genug Essen für alle da. Also teilt, was das Zeug hält, denkt an andere Menschen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mein Projekt weiter unterstützt und weiter verfolgt. Ich bin noch nicht am Ende. Eine Herzensangelegenheit und mich freut das sehr, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, euer Lars.